herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Napoleon Total War mit den Bayern. Und zwar bei unserer großen Schlacht gegen die Russen. Wir werden von den Russen abgefangen. Ja, und legen los. Terrain, bewaldete Hügel in Bayern. Angriff. Wir werden es natürlich nicht automatisch machen. Die Schlacht von Innsbruck. Ich glaube, das ist eines der wenigen Male, wo... fuck. Ach so, wir sind halt wirklich... Ah, das ist halt wirklich eine... Oh nein. Das ist richtig mies. Wir sind halt wirklich umstellt von den Russen. Die fangen uns halt wirklich im Wald ab. Stopp. Oh Gott, das geht halt sofort auch los. Ja. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte... Okay, okay, das ist so... Das ist wirklich so wie... Der Teutoburger Wald. Oh Gott. Habt ihr bestimmt auch in die Kommentare bei der letzten Folge geschrieben. Ich nehme ja einiges hier im Vorhinein auf. Ja, das ist jetzt super bitter, weil das wird auch unsere Artillerie wahrscheinlich vernichten, oder? So, wenn da jetzt von zwei Seiten einfach Feinde vorrücken. Also, sie stehen halt auch gut, muss man mal so sagen. Ich meine, der General, der darf sich mal irgendwie hier eine... Der darf einfach mal ganz weit weg. Dann habe ich hier meine Kavallerie zusammen. Ah, oh, hier steht leider auch Infanterie. Und hier drüben ist direkt Infanterie. Dann werden die sich direkt gegen die Kavallerie hier wenden. Ja, ich muss gegen die volle Kavallerie hier losziehen. Ich darf nicht meine Artillerie verlieren. Ich glaube, artillerietechnisch kann ich am freiesten noch nach darüber schießen. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach direkt hier auf. Hä? Stopp. So. Die zweite. Wie sieht's hier so aus? Nee, auch da würden wir den Hügel hochschießen, das geht nicht. Aber hier rüber können wir. Bisschen nach vorne, bitte. So. Ich muss einfach mit der Pausentaste hier mal arbeiten, sonst haben wir ja völlig Probleme. Ja, dann würde ich sagen, von einer Seite zur anderen. Ihr dürft einmal hier rüber. So. Während ihr... Nee, ihr müsst euch sogar hinter die Artillerie stellen, fällt mir gerade ein. Das wäre sogar am besten. Während ihr hier hingeht. Genau. Nur wir müssen hier außerhalb der Artillerie bleiben. Hoffentlich klappt das, wie ich mir das vorstelle. So, ihr geht dann dahin, genau. Dann dürft ihr schön hier längs. Während ihr wiederum... Okay, bis dorthin. Bis dorthin. Das dürft ihr direkt übernehmen. Dafür dürft ihr wieder darüber. So. Wir müssen das jetzt echt Stück für Stück irgendwie machen. Ich muss vor allem bei allen dann mal auf erhöhte Geschwindigkeit noch gehen. Oh, hier sind Lanzenreiter. Oh, die kommen direkt. Okay. Das sollte kein Problem darstellen. Gehen wir mal ins Quadrat. Geschwindigkeit muss erhöht werden. Oh, der feindliche General. Oh, die Artillerie. Die Kavallerie. Oh mein Gott. Nein, 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 die dürfen nicht in meine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist meine Kavallerie? Nee, das ist meine. Ah, okay, nee, die chargen die. Perfekt. Okay, die chargen die. Können wir vielleicht doch den feindlichen General bekommen? Das wäre super. Gehen wir da hin. Okay, okay, okay. Ihr könnt ja eh nicht schneller machen.
Schneller, schneller. Okay, die Kavallerie ist wieder weg. Hätte auch gelacht, wenn wir das hier nicht irgendwie in den Griff bekommen. So. Okay, wir nehmen euch. Ziehen hier rüber so ein bisschen. Und wir ziehen auch hier rüber. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Artillerie muss ich noch aufprotzen. Das wird das größte Problem. Habe ich ganz vergessen. Ich glaube, ich habe die zu nah gestellt. Ich weiß es nicht. Kartätschen. Feuer bereit. Okay, ich muss die Kavallerie überblicken. Oh, shit. Meine Kavallerie... Oh, der General flieht. Das ist schon mal gut. Meine Kavallerie ist leider hier in Infanterie reingeraten. Das sind aber leichte Infanterie. Sind das die Jäger? Was sind das für Einheit? Ja, Jäger. Eigentlich müsste ich doch gut gegen Jäger arbeiten. Aber diese eine russische Kavallerie macht mir Probleme. Okay, dann kommen wir hier rein. Helfen hier mit. Helfen hier mit. Schon mal gut, dass der flieht. Es fehlt hier so ein bisschen eine Flankenseite. Genau, wir schießen hier noch mit rein. Das ist gut. Ich werde hier die Flankenseite noch abdecken. Hiermit, mit den Plänklern nämlich. Ja. Das sieht doch erstmal sehr gut aus, würde ich behaupten. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Russen haben gedacht, sie können uns jetzt hier abfangen. Ups. Hier ist ein bisschen unangenehm, aber wir schießen den einfach auch in die Flanken. Das ist in Ordnung. Unsere Kavallerie hat absolute Überlegenheit. Mein General. Bringen wir mal dahinter wieder. Jetzt haben wir nämlich eine Front, wo der Feind hier flieht. Kümmern wir uns mal um die hier. Oh, man sieht hier fast nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott, meine Jäger stehen ja voll in der Kanonenstellung. Oh, shit. Ganz schnell da weg. Ganz schnell da weg. Treffen wir die überhaupt? Ja, wir schießen mal hier lieber hin. Okay, boah, überall dieser Nebel. Dieser Gefechtsnebel. Okay, so weit, so gut. Ich habe hier noch eine Kavallerie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Infanterie hier reingehe. Das heißt, haben die noch irgendwo so Jäger? Musketiere? Das sind diese... Nö, hier. Musketiere, Musketiere. Das sind hier nur noch die ganzen Musketiere. Okay. Dann würde ich vorschlagen, tatsächlich, dass wir hier mit der Kavallerie schön mal da hinten uns Aufstellung machen. Und dann in die anderen Feinde reinreiten. Wir verfolgen hier immer noch die Generalseinheit. Falls die zurückkommen sollte, dann töten wir den General. Die hier steht leider nicht mehr so gut. Kavallerie ist bereit. Hervorragend. Angriff von der Flanke, von der Seite mit der Kavallerie reinchargen. Das ist ein Entlastungsangriff für unsere moral geschwächte Einheit. Drehen die sich eigentlich rechtzeitig? Ah, die wollen sich drehen. Nur so ein bisschen kurz rein und raus. Oh ja, das senkt deren Moral. Wir haben den General getötet, Sir. Jawohl. Jetzt werden sie aufgeben. Das senkt total die Moral. Das ist super. Das ist hervorragend. So. Dann machen wir doch jetzt mal das als nächstes. Hier hört sie auf zu schießen. Weiß gar nicht, was wir hier noch machen können. Ich will jetzt auch nicht meine Artillerie reinlaufen. In die Parade laufen sozusagen.
Nein, 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 nicht durchs Feuer, nicht durchs Lauffeuer laufen. Darüber. Denn ihr verfolgt die, das ist sehr gut. Die Männer sind erschöpft, Sir. Kanonen dort. Die müssen sich eine Weile ausruhen. Ihr schießt dorthin. So, diese Musketiere werden wir auf jeden Fall gut auch erledigen. Okay, ihr geht dort, ihr dort. Dann dürft ihr so ein bisschen darüber. Über die Flanke, bitte. Schnell. Genau, das machen wir alles. Die fliehen auch schon alle fleißig. Ha! Das kriegen wir doch sogar ohne Probleme hin. Das, also das, hätte das Varus gesehen, er wäre neidisch gewesen. Ach, den feindlichen General haben wir verwundet. Okay. Können wir die noch erwischen? Okay, was haben wir hier alles für fliehende Einheiten? Ich muss alle Einheiten, die fliehen, irgendwie erwischen noch. Das ist noch super wichtig. Das machen wir. Was ist denn da hinten noch? Ja, es sind halt nur 9, die eigentlich fliehen. Ah, nee, halt, stopp. Das macht der General. Das darf der General machen. Die Kavallerie darf dorthin. Und der General kümmert sich hier um die Fliehenden. Die Russen werden schon sehen, was sie davon haben, mich hier einfach abzufangen. Mich! Das Herrscher Bayerns. Eine Unverfrorenheit ist das. Das habe ich nicht erlaubt. Sowas. Schreckliches. Wer glauben die eigentlich, wer sie sind? Ich glaube, die spinnen ein bisschen da. Oh, da will die Kavallerie kommen, aber läuft volle Kanne ins Lauffeuer unserer Musketen. Hervorragend. Stellt euch mal hier ein bisschen neu auf, bitte. So, die Kavallerie kriegt gleich einiges zu tun. Ja, ich werde noch mehr Kavallerie da brauchen, um ehrlich zu sein. Direkt mal darüber gehen. Kartätschenladungen können wir jetzt sogar, glaube ich, langsam lassen. Auf normale Kanonen wieder schalten. Und darüber schießen. Ziehen uns noch ein bisschen darüber. Ja, sie wollen es jetzt nochmal hier über die linke Flanke wagen. Sollen sie mal sehen, was sie da noch davon haben dürfen. Feuer hier auf die linke Flanke konzentrieren, Freunde. Ich glaube, da oben bekommen wir eh keinen Blumentopf gewonnen. Lieber nach links schießen. Lieber nach links schießen. Wenn ihr eh nach links schießt, dann werde ich auch die Plankleits dahin wagen zu transportieren. Oh, da sind natürlich noch Musketiere übrig. Kriege ich die nicht zum Fliehen? Ich will jetzt nicht meine eigenen Einheiten verlieren. Ich muss ein bisschen auf meine Kavallerie achten. Doch, die fliehen doch. Sehr schön. Die fliehen doch. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Wo wird denn der jetzt angegriffen, bitte? Nicht, dass der jetzt hier noch aus Versehen stirbt. So, das schafft er doch wohl. Okay, das kriegt ihr auch alle hin. Oh, Kavallerie! Weg da! Weg da, nicht abschießen lassen, nicht abschießen lassen, nicht abschießen lassen. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Lauf da weg, lauf da weg. Das ist eine Infanterie, die da übrig ist, gefällt mir nicht. Jäger, los. Gott, man sieht hier nichts mehr. Null. Vorwärts. Okay, da haben wir auch alles erledigt. Geht mal da runter. Weil meine Moral hier so ein bisschen doch noch runter geht. So, wir müssen hier mal ein bisschen die Linien besser zumachen. Begradigen. Vorrücken. Unsere Männer fliehen, Sir. Jetzt flieht hier wirklich diese eine Einheit. Ist ja lächerlich. Das ist ja absolut lächerlich. Berger vorwärts. Meine Kanonen sollten vielleicht jetzt aufhören zu schießen. Ich würde behaupten, die haben ihren Job gut erfüllt. Wir jagen hier mit der Kavallerie ein bisschen was.
Jäger dürfen vorrücken. Ja, bis jetzt eine schöne Schlacht gewesen. Ah, Jäger dürfen hier gerne auf die Infanterie schon schießen. Ah, meine Kavallerie muss ich ein bisschen aufpassen. Dass die mir jetzt hier nicht zu... Ja, jetzt fliehen aber die Feinde, das ist schon mal sehr gut. Während sie fliehen, töten sie normal nichts mehr, meines Wissens. Was an sich schon mal hervorragend ist. Perfekt. Gut, dann darf sich jetzt die Kavallerie hier noch um den ganzen Rest... Also ihr geht auf die rechts. Ihr geht auf die links, bitte. Dankeschön. Boah. Ein Feuerwerk der Gefühle. Da kommt bayerische Freude ein auf. Glorreicher Sieg, Sir. Gehört bald. Das ist ein glorreicher Sieg, jawohl. Ja, mei. So muss es sein. So nicht anders. Die letzten Infanteristen, die sich da weigern, werden von meinen Jägern auch noch platt gemacht. Aber wieso denn nur von den Jägern? Vorrücken. Vorrücken. Wenn sie nicht hören wollen, dann kommen wir gerne auch noch hier ein bisschen ran, ne? Mit frischen Einheiten. Das ist auch gar kein Problem. Dann gehen wir denen jetzt einfach mal in den Rücken. Ah, ich glaube, euch bringe ich ein bisschen zu weit noch dort ran. So. So, müsste reichen. Haben wir alle schon erwischt? Das sind noch 25. Sieht bis jetzt aber sehr gut aus. Die Infanterie rückt vor. Flänkler geben auch ihr Bestes. Schießen hier jeweils. Ah, die kommen nicht ganz ran. Die auch nur so knapp. Machen wir mal die Linien hier ein bisschen dichter. Ja, hier kriegen wir auch gute Schüsse ab. Ihr bekommt auch Schüsse, richtig? Ja, perfekt. Schön in die Flanke rein. Ihr jetzt auch gleich. Ihr jagt die Feinde hier. Sehr gut. Speed 2, bitte. So, wir verjagen jetzt mal die Russen aus bayerischem Gebiet. Die sollen mal ein paar Lehren da ausziehen. Also ich weiß ja auch nicht, wieso die da immer wieder zurückkehren. Wer flieht denn da hinten? Wieso habe ich da keine Kavallerie in der Nähe, bitte? Continue. 10 Einheiten, die hier noch übrig sind. Dort dürfte er hin. Versuchen die da hinten noch zu erwischen. Hab ich noch mehr? Wo ist meine andere Kavallerie? Die ist dort. Ah, die da hinten. Die darf sich um die große Einheit hier kümmern. Die da fliehen möchte. Und wir beschleunigen das Ganze hier mal ein bisschen. Kommt die Kavallerie hier noch rechtzeitig? Ja, 57 wollen fliehen. Ziel ist, die Flucht ist aber noch sehr weit weg. Da sterben jetzt noch einige. Habe ich nicht meinen General hier? Wen haben wir denn hier noch? Na, schau an. Ah, das ist eine bayerische Einheit. Kann ich die hier vielleicht wieder retten sogar? Mit einmal sammeln? Ah, scheinbar nicht so ganz. Haben wir hier alle erwischt? Ich glaube, wir haben hier alle erwischt, oder? Ja. Ja, jetzt ist es gleich vorbei. Die sind schon weggeflohen. Ja, das war doch kein knapper Sieg. Ich würde behaupten, das war ein glorreicher Sieg gegen die Russen. Obwohl wir umstellt waren, obwohl sie uns abgefangen haben. Und ich das nicht wusste. Und wir haben dennoch hohe Verluste gehabt. Also... Die Hälfte unserer Armee ist das... Naja, nicht ganz, nicht ganz. Die Hälfte wäre 900, aber dennoch 700. Aber schaut mal, also...
Wir haben fast die komplette russische Armee vernichtet. Der Feind hatte dreimal so viel Verluste wie wir, also alles gut. Schön. Ja, wie weit er sich jetzt einfach hier zurückziehen kann. Hallo? Dass der da so eine Reichweite hat, gefällt mir jetzt nicht. Ich würde jetzt gerne selbst zum Angriff übergehen, aber... Oh, 3, 4, 5, 6, 17 Einheiten. 17 österreichische Einheiten mit den guten Artillerieeinheiten plus Grenzern. Das wird unsere Armee nicht schaffen. Unsere Artillerie ist nicht der österreichischen hier überlegen. Plus noch ein paar Milizen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. Böhmen hingegen ist wahrscheinlich schutzlos. Das Problem ist halt wieder dann Sachsen. Oder wir kriegen den Frieden hin und können uns auf Sachsen... Wobei die Sachsen werden wahrscheinlich auch eine volle Fullstack da irgendwie haben. Eine volle Fullstack. Vielleicht wollen die Russen jetzt mal den Frieden. Ich glaube es zwar nicht. Es wäre mal realistisch. Peace Request und mehr geht auch nicht. Weil Handel können wir eh nicht treiben. Na, wollen sie nicht. Wollen sie nicht. Die Sachsen. Peace und Handel. Wollen sie auch nicht. Die Österreicher wollen natürlich auch kein Frieden- und Handelsabkommen schließen. Nein, 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 tausendmal nein. Welch Überraschung. Schade. Ich würde schon gern neues Land irgendwie... Wir müssen mal aus dieser defensiven Nummer herauskommen. Die Sache ist die, wir haben jetzt natürlich viele Verluste. Wir müssen uns erholen, aber innerhalb unseres Gebietes grundsätzlich erholen wir uns. Da ist jetzt noch eine kleine russische Armee übrig, aber das ist ja... Das ist ja nicht viel. Also da kann ich auch mit dem Spion... Wobei, den Spion brauche ich vielleicht lieber sogar nach Böhmen hier. Wäre fast wichtiger. Ich würde nämlich tatsächlich gern schon Böhmen einfach einnehmen. Und ja, da müssten wir halt schauen, dass wir irgendwie hier die ganze Zeit hin und her so ein bisschen kommen. Da wird uns jetzt dann natürlich Reichweite brauchen. Ach, schaut mal, der schnellste Weg ist wirklich... Wir können theoretisch hier... Das müsste auch reichen, das ist auch blau. Oder wir könnten so rumlaufen. Der Vorteil, wenn wir so rumlaufen, ist, wir fangen andere Österreicher ab, die hier uns eh angreifen wollen. Der Nachteil ist, wir fangen andere Österreicher ab. Die, ja. Schau mal, wir haben ja auch gar keine exakte Landesgrenze, ne? Das ist so ein fließender Übergang. Ein fließender Übergang. Oder wir gehen eben hier. Dann stehen wir hier, brauchen eine Runde zurück, während die Österreicher kommen. Manchmal kamen sie aber natürlich auch von Böhmen. Tja, wollen wir es übers Straßennetzwerk wagen? So würden wir natürlich noch unsere Industrie schützen, wenn wir da über die Flanke laufen. Ich glaube, es ist wichtiger, auf die Gesamtsicherheit einzugehen. Und hier über das Straßennetzwerk können die Leute, die feindlichen Armeen halt am schnellsten kommen. Über Land kommen die ja nicht so schnell. Komm, wir versuchen jetzt halt Richtung da zu marschieren. Ich bleibe natürlich auf bayerischer Seite, bitte. Dass unsere Einheiten dort auch noch sich erholen können. Aha, da sind die Russen. Das ist nur ein bisschen Kavallerie. Sollte ja nicht... Shit, die Miliz... Ich wollte gerade sagen, die schicke ich noch mit, aber... Die Reichweite dieser Miliz ist ja abgrundtief schlecht. Ich würde trotzdem gerne eine schicken. Natürlich könnten die Österreicher jetzt auf die Idee kommen, dann trotzdem hier hinmarschieren, aber dann ziehe ich mich halt zurück, dann ist es so. Ich würde... Wir haben halt jetzt... 16 Einheiten. Ich würde schon noch gern, glaube ich, eine Miliz so als Verstärkung irgendwie in die Nähe wenigstens mitschicken. Hallo, wieso kann ich hier nicht weiterlaufen? Machen wir mal. Okay, machen wir mal, machen wir mal. Wir machen 32 Gold mit den Steuern. Das ist nicht viel. Und wieso ist unsere Popularität gesunken? Kann mir das jemand erklären? Verstehen wir nicht, verstehen wir nicht. Nein, dies verstehen wir nicht. Diese Kavallerie da überhaupt überlegt hat. Aber wundert mich, dass das keine große Schlacht wurde. Wir wurden abgefangen und haben erfolgreich die komplette russische Armee zerlegt, obwohl wir abgefangen wurden. Aber das sieht man mal, dass sich halt dann doch langsam mal unsere starke Infanterie auch auszahlt und unsere Plänkler kaum Schaden genommen und haben bestimmt auch wieder super ausgeteilt. Ich hätte mir nochmal den Schlachtbericht. Kann man sich den nicht genau anschauen? Ich klicke den immer, glaube ich, zu schnell weg. Oder geht das hier nicht? Ich kenne das immer so, dass man das schon durchaus machen kann. Ich würde, glaube ich, ein bisschen Geld im Lager lassen, keine Einheiten mehr rekrutieren und gegebenenfalls Geld sparen. Wir müssen andere Sachen noch ausbauen. Ach, Schotterstraße kann man sogar bauen, ohne Technologie zu haben. Boah, wir bräuchten nur wieder mal mehr Geld. Aber wie und ob wir an mehr Geld kommen, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Das war die Folge, wo wir gegen die Russen gefightet haben. Direkt.
die russische Einkesselung mit Bravour überstanden haben. Und jetzt versuchen wir wenigstens in die Offensive zu gehen. Kann natürlich sein, dass jetzt hier gleich schon eine österreichische Full-Stack-Armee steht, ne? Oder auch in Böhmen plötzlich eine Full-Stack steht, dann müssen wir eh vorsichtig sein. Vorsichtiges Vorrücken ist jetzt hier vorgesagt. Aber wenn Böhmen doch vielleicht ziemlich leer ist, dann hätten wir halt eine große, wichtige Provinz. Und hier mit ein bisschen Überblick auch. Wobei das Problem ist, dieses Gebiet hier alles ist österreichisch. Und hier oben fängt er erst Böhmen an. Ich weiß nicht, wie viel Einblick wir dann hier bekommen. Es wäre halt schon wichtig, wenn wir das hier im Blick haben, wenn ob die Österreicher was schicken wollen. Aber wie gut wäre das, wenn wir Böhmen hätten und uns dann hochkämpfen und dann auch Sachsen wegbekommen, hoffentlich mit Preußen Frieden bewahren. Mich wundert es ja, dass Preußen noch nicht im... Warte mal. Preußen ist im Krieg mit Königreich Sizilien, Schweden, Badawische Republik, aber auch mit den Briten... Und mit Oldenburg, aber nicht mit Frankreich. Sie haben sogar sehr gute Beziehungen zu Frankreich. Wie kann das sein? Ja, halt, ist das überhaupt... genau, two selected nations. Verstehe ich nicht. Das ist sehr unhistorisch, oder so kenne ich das gar nicht. Normal haben die Preußen immer nach einer gewissen Zeit dann den Franzosen auch den Krieg erklärt. Die KI scheint hier nicht der Fall zu sein. Und wieso sind die mit den Engländern im Krieg auf einmal, die Preußen? Das ist ja völlige... Also das ist ja ein Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Ein Bündnis wäre natürlich super, aber das geht natürlich nicht. Ja, nee, das geht nicht. Technologisch kriegen wir da auch nichts. Was ich noch nie gemacht habe und was wir wahrscheinlich auch nie... Also einfach mal fragen, ob wir kostenlos was geschenkt bekommen. Nee, natürlich nicht. Okay, na gut. Also, wir haben mal wieder Pläne gemacht, aber die werden bestimmt wieder durch Österreicher und Russen zerstört. Ich habe das so ein Gefühl. Aber wir hoffen das Beste. Wir wollen in die Offensive gehen und ihr seht es beim nächsten Mal. Wie immer, Like, Abo und einen Kommentar. Ich freue mich drüber, denn mir macht super viel Spaß. Und ich hoffe, ihr merkt das auch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.